Also Leute, zweites Camp, Bushcraft Camp. Wir sind wieder unterwegs mit dem Abi zusammen. Heute an einem wunderschönen See und wir haben einige Sachen vor. Wir wollen einen Unterschlupf bauen, wo wir dann auch schlafen werden. Das heißt, wir werden richtig Lager aufschlagen und wir wollen ein Floß bauen, um über den See zu fahren auf dem Floß. Wir werden sehen. Ich glaube, wir werden das sehr gut machen. Ich bin guter Dinge. Und der Abi und ich, wir haben uns mental darauf vorbereitet. Wir sind alles durchgegangen im Kopf. Und ich glaube, dass wir das gut schaffen werden. Viel Spaß. Los. Okay, Lieben, wir sind jetzt angekommen hier bei uns am Lagerplatz. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben einmal alles so ein bisschen freigemäht. Es war alles sehr hochgewachsen. Und zwar haben wir alles freigemacht, haben jetzt hier so ein Loch uns gegraben. Da machen wir unsere Feuerstelle so. Da hauen wir nachher Äste und Zeug rein und machen uns Feuer. Weil wir wollen hier auch zwei sozusagen Unterschlupfe bauen und uns hier niederlassen für die nächsten paar Tage. Und deswegen muss jetzt erstmal alles vorbereitet werden. Also der große Unterschied ist natürlich, dass wir hier übernachten werden und dass wir sozusagen hier wirklich ein Lager aufschlagen und einen Unterschlupf brauchen, dass wir in der Nacht auch irgendwie sicher sind, trocken bleiben. Es soll heute Abend, soll es wohl regnen. Ansonsten kommt noch ein guter Homie bald mit einem Boot vorbei. Der hat uns ein Boot gesponsert. Das heißt, wir fahren nachher raus auf den See, wollen auch noch ein bisschen angeln, wollen dann morgen wahrscheinlich ein Floß bauen, dass wir uns auf dem Floß ein bisschen auf dem Wasser bewegen. Ja, das ist so die Challenge. Der Abi ist mit dabei, der gute Petboy ist mit dabei und wir machen unser Ding. Wir haben hier auch so ein bisschen Waldgebiet. Das heißt, wir werden nachher ins Waldgebiet gehen, werden hier anfangen zu hacken, gucken, dass wir alles an Holz bekommen, was wir brauchen. Wir brauchen relativ viel Holz. Es ist schon schön warm jetzt geworden. Ich kann die Jacke gleich ausziehen. Ich zeige euch einmal, was ich dabei habe. Ich habe hier wieder unsere Tasche, ein bisschen anders als beim letzten Mal, aber dass man auch sieht, dass diese brauchbare Tasche dabei ist. Ansonsten hier mein Sack mit allem drinne, was ich brauche. Wir haben hier eine Axt, eine Säge, Schaufel brauchten wir fürs Loch. Nochmal eine kleine Axt und ein Hammer. Was auf jeden Fall eine Herausforderung wird, ist dieser Unterschlupf, dass das wirklich so gebaut ist, dass man da auch gemütlich liegen kann. Ungefähr zwei Personen pro Unterschlupf und alles nur aus Holz, Naturmaterialien. Und es soll, wie gesagt, heute Nacht soll es regnen. Das heißt, wir wollen auch trocken bleiben und ich denke, das sollten wir hinbekommen. Ich bin gespannt. Abi, was denkst du? Das läuft. Es läuft stark. Okay, Us. Wir haben hier einiges auch an Tier. Wir haben hier Maulwurf, Dachs, Seeotter im See. Jetzt gehen wir mal nach hinten gucken in den Wald rein. Alles, auf geht's. Ja? Gut. Bruder, der ist gekleidet, als ob er im Dings, als ob Kreuzberg, Juppi, als ob er einen Kaffee kriegt. Also, film den. Film den. Den haben wir bei der Kultur getroffen und mitgenommen. Hier versuchen wir an unser Holz zu kommen. Wichtig ist, dass man hier unten beim Baum anfängt, immer einmal von oben, einmal von unten. Vorsicht mit der Kamera. Okay. Ist das anstrengend? Sehr anstrengend. Baum fällt! Müsst ihr jetzt einmal entzweigen und dann. Danke, Abi. Let's go. Okay. Du siehst, der Abi, der hackt jetzt schon. Guck mal. Der hat jetzt sozusagen so eine kleinere Version und damit kann das jetzt alles einmal so runtergehackt werden. Genau, nimm das jetzt alles. Gute Arbeit, Abi. Ich bin voll im Arsch. Kann man noch abnehmen. Stabil. Us! Wir haben jetzt relativ viel schon gehackt, so viel brauchen wir nicht mehr. Wie ist deine Erfahrung, Abi? Wie gefällt es dir? Es wird ein solider Unterschlupf. Naja, dadurch, dass man sich die Arbeit teilen kann. Ja. Ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast, wie du dich in Schweden eine Woche durchgekämpft hast. Wenn du eine Woche alleine nur mit einem Kukri, ja, hast du mir erzählt, dann ist es natürlich schwerer. Das ist dann nochmal was anderes. Nächste Stufe ist ein bisschen mit Sachen auch machen und so. Yes. Super. Also besser ist, man ist zu zweit.
Man sollte nicht alleine sein, dass, wenn doch was passiert, dass jemand erste Hilfe leisten kann. Das ist schon wichtig, weißt du. Natürlich kann man auch ganz alleine rausgehen, aber dann sollte man ein bisschen mehr Erfahrung haben. Nochmal vielen Dank an den Pächter, der das hier zur Verfügung gestellt hat uns. Sehr, sehr nice, vielen Dank. Also in Deutschland regnet es natürlich relativ oft. Und da ist es schon wichtig, dass man auch etwas baut, was etwas Wasserabweisendes baut. Wir werden das auf jeden Fall so im Boden fixieren. Tief rein in den Boden. Und dann werden wir natürlich auch noch alles ein bisschen zuschnüren. Also ein paar Schnüre haben wir schon auch, Hilfsmittel, die wir nutzen. Und dann sollte das passen. Erklär mal kurz, was jetzt hier entsteht. Was hier bauen wir unseren Unterschlupf für den ganzen Tag, wo man sich einfach so runterhauen kann. Ein bisschen gammeln, dann bauen wir noch eine Bank rein nachher. Und bedecken das dann nachher ein bisschen mit Blättern. Nice. Und nachher bauen wir rechts und links noch kleine Unterschlüpfe zum Pennen drin. Super. Und du denkst, wir schaffen das heute noch alles? Wenn wir Gas geben, schaffen wir das. Sehr gut. Dass du sozusagen hier. Wir müssen jedes Holz nehmen, was wir haben. Wir haben hier nicht unendlich Kapazitäten. Verstehst also so du? Ist der Gedanke, ne, Pat Junge? Ja, genau. Okay, das wird geil. Ein bisschen. Das Ding ist wichtig, Raven, guck mal, wichtig ist, dass man das auch oben zusammenbindet. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil das Wetter langsam umschlägt. Wir haben jetzt gehört, dass es noch stürmen wird, dass so ein Sturm kommt. Und jetzt versuchen wir gerade das, was wir draufgelegt haben, oben zu befestigen, weil ich werde ja hier schlafen. So, hier besser. Dieses Messer ist wie eine Achse, ne? Also das kommt natürlich weg hier, ja. Ich lege jetzt eine Isomatte runter später. Wie gefällt dir das, Raven? Das ist fantastisch. Ja. Wie weit sind wir eigentlich jetzt? Wo denn? Ne, der habe ich. Bei diesem Baum, diese Vorrüstung braucht man gar nicht so. In der Form könnten wir vielleicht auch so Hölzer in den Baum hängen, dass hier diese da machen wir nachher Marshmallows drauf. Dann sind wir am Arsch. Und mit dem Stockbrot, wie haben wir das hergestellt? Wir machen morgen Stockbrot 2.0 mit Nutella. Guck mal, Ray. Ich höre. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen. Das wird niemals halten, Dicker. Nein, ich guck mal, film das mal. Vielen Dank. Das wird niemals halten. Ich bin mir sicher, dass das heute Nacht über mir zusammenkracht. Welche Schutzmaßnahmen hast du getroffen, falls es zusammenkrachen sollte? Also na, ich drehe mich sozusagen ein. So, man dreht sich so auf die Seite. Man macht so einen Upa-Escape. In dem Moment einfach. Man macht so einen Upa-Escape, Hüfte hoch, dreht sich über die Schulter raus. Das kann ich euch nachher nochmal zeigen. Raven. So, ey, yo, Gary, was geht? Hier ist Ray. Man schneidet das sozusagen an. Raven, siehst du das? Auf jeden Fall. Und dann kann man das einfach... Leute, ihr habt vergessen, dass ich eine Akademie betreibe und viele Jahre Erfahrung in dem Bereich habe. Wir sind fast fertig mit dem Unterstand. Okay, wir haben jetzt hier gut weitergebaut. Das ist jetzt sozusagen eigentlich schon relativ dicht. Was wichtig ist, dass wir hier später noch natürlich die Äste wegnehmen, damit die nicht stören, ne, beim Liegen. Gehört du mit Tricke? Aber jetzt ging es schon relativ flott. Also Nummer 2. Götten, Asa, Asdan, Götte. Dicker, das nennt man echte Arbeit. Okay. So, sehr gut. Kleine Pause. Sabat, was sagst du dazu, wie gut es halten wird? Sehr gut. Wird wieder eins halten. Hast du gehört, Sinan? Ja. Außerdem haben wir Naturkönig-Waben benutzt. Die sind immer sehr, sehr gut.
Bist du jetzt beruhigt? Ja, ein bisschen schon. Also, es ist schon okay, es ist schon stabil, nur ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich so lange hält oder ob mir das in der Nacht so aufs Gesicht kracht, so. Wir haben ein ganz, ganz tolles, langes Boot bekommen, wo 4 Leute raufpassen. Und dann können wir den ganzen See abfahren so und gucken, ob wir was fangen. Und das sollte super nice werden. Sehr, sehr nice. Wir gucken jetzt vorne und wir lassen das Boot dann auch dort zu Wasser jetzt gleich. Komm mal mit, mein lieber Raven. Und schön hoch. Okay. Das Ding ist, es wird uns aber auch wegfahren. Bei Sinan Abi braucht neue Spule von seinem Gerät. Also ich habe eine neue Spule mir gekauft. Für meine Spinnroute hier. Schön machst du, schön. Und das ist die jetzt. Guck mal, schön. Ja? Ja. Wird nachher aufgezogen und dann Vorfach kommt drauf. Ich habe auch was gemacht. Du hast hier was im Bad. Ich glaube, das ist scheiße. Barbie-Baxter. Survival! Survival! Wir haben jetzt hier so ein Pflöckel hier, so ein Plöckel. Ja, ich nenne es einfach Plöckel hier. So, hier haben wir unsere Hauptschnur. Ich habe jetzt auch keinen Vorfach angemacht. Ne? Also wir haben jetzt hier gleich sowieso Haken mit Vorfach sowieso schon vorbereitet. Das nehme ich jetzt hier weg so. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt ist fest. Ja? Während ich meinen Fischereischein gemacht habe, war das der Knoten, den ich gemacht habe. Wo? Das Messer nehme ich immer weg kurz. Das ist keine Schere, das ist eine Zange. Damit löst. Also du hast jetzt hier so einen Mini-Barsch. Mini-Mini-Barsch. Wir suchen uns jetzt eine Made. Okay. Pavel, kann man den Haken nicht in die Kloake stecken? Die Kloake? Ja. Götz sagt er. Sieh, dann zeig mal in die Kamera, was machst. Wir machen jetzt, also wenn man auf Rotfeder oder Rotauge angeln möchte, dann macht man Made. Dann nehmen wir jetzt so einen so ein Dude raus. Dann macht man die einfach so ein bisschen rauf. Ne? Nimmt man noch eine. Ne? Und die zuppeln jetzt da so rum ein bisschen. Also das ist ganz klassisch mit Made, ne? Also ich habe jetzt 2 kleine Barsche gefangen. Und ja, wie gesagt, mit Wurm und Made, das ist okay. Aber wir wollen schon so ein bisschen größeren Barsch fangen. Wie war es bei euch mit dem Boot? Fantastisch. Ja? Jetzt würde ich gerne mit aufs Boot gehen. Wir nehmen die Würmer mit. Wir hören jetzt hier einen Alarm. Wir glauben eigentlich, dass das nur so ein Testalarm ist. Deswegen nehmen wir das jetzt auch nicht so wirklich ernst. Aber es kann ja auch immer sein, dass das was Echtes ist. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht ablenken. So. Wir sind genau in der Mitte des Sees. Und von hier werfen wir jetzt aus. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich einer der schönsten Gefühle. Wenn man rauskommt aus der Stadt und einfach hier in der Natur auf dem See, totale Ruhe, bis auf dieser Alarm, ja? Ist das ein Probealarm? Ist das Probealarm oder müssen wir raus? Ja, müssen raus. Also guck mal, das Ding ist, es gab jetzt gerade diesen Alarm und jetzt fängt es gerade richtig an zu winden und die ersten Tropfen sind auch runtergekommen. Also ich glaube, dass das so eine Sturmwarnung war. Und wir sollten wahrscheinlich das Gewässer sozusagen eigentlich lieber mal kurz verlassen. Schlauer, wenn wir ein bisschen in unsere Richtung fahren. Muss man, leider Gottes, muss ich das so sagen? Leider Gottes müssen wir jetzt Richtung zu uns fahren. Mich interessiert aber eigentlich mehr, ob dieser Wurm jetzt noch. Wie beim letzten Mal, wa?
Hast du den Tarp mitgebracht? Nein, das ist Wasser von hier, vom See. Das sind keine Tropfen. Die haben jetzt verbrillt. Das sind eure Beine alle jetzt verbrillt? Nee, also meine. Ah, gerettet. Geil. Soll ich jetzt schon richtig ranfahren oder soll ich bleiben? Nee, wir werfen jetzt hier, jetzt wird geangelt hier. Jetzt haben wir Spaß. Was hast du hier schon mal gefangen? Meistens Barsche. Also ich habe hier auch schon mal einen kleinen Hecht gefangen. Aber der war wirklich sehr klein. Aber hier gibt es auch große Hechte. Und hier soll es wohl sogar auch Zander geben. Aber ich würde sehr gerne mal Zander hier fangen. Vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal hin. Us. Guck mal. Siehst du hier? Okay, folgendes. Wir wollten eigentlich zwei Dinger bauen in der Größe. Aber wir haben gesehen, das hat jetzt so viel Zeit geraubt. Auch wirklich sehr, sehr viel Holz. Und jetzt wird es langsam etwas später. Und wir haben uns jetzt entschieden, zwei Zelte. Das heißt, zwei Homies werden im Zelt schlafen. Ich werde da schlafen. Wir wollen hier jetzt gleich ein Feuer machen. Okay, Lieben, ich habe das jetzt hier fertiggestellt. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Alle haben wirklich fleißig mitgearbeitet. Also wir haben das hier zu dritt, zu viert zusammen gemacht. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Es ist hier alles dicht. Es ist viel Platz. Also hier können eigentlich können hier drei Leute könnten hier liegen. Aber also zwei locker. Ich bin super, super happy jetzt erstmal mit dem Resultat. Das entspricht wirklich meinen Vorstellungen. Nennen wir es ein Gebäude. Wie viele wollten wir ursprünglich bauen? Drei. Und du siehst, es ist nur eins fertig. So. Tavasch meinte auch, wie viel Material du für so ein Ding brauchst. Überleg mal, wie viele Bäume wir gefällt haben für das Teil. In den Videos sieht das immer so easy aus, weißt du, von den Leuten. Aber die sind ja tagelang im Wald und mähen da alles weg. Das wird jetzt einfach so aufgemacht einmal und dann zack, fertig. Ossa, wir sind am Start, Leute. Woo! Wenn du willst, soll ich dir für hier unten drunter so ein Ding geben? Sana Samet, wäre sehr nett. Ein Kunstrasen à la Bilimim. Und ich hab wirklich alle mit Englisch beruhigt. Calm down, calm down. Warum ist jetzt so viel Dings da drauf? Zeug? Ja. So, jetzt erklär mal, wenn ja. Es einstürzen sollte, was noch so. Wenn folgendes passiert, wenn das runterbricht, ja. Ich sehe ja vorher, dass das runterkommen wird, so, weißt du? Und dann mache ich so ein Upa-Escape über die Schulter. Weil ich bin ja so, über die Schulter, auf die Knie, raus. Hast du gesehen? Das wird nicht aufeinander. Aus. Das ist aber ein sehr gutes Zelt, Dicker. Und das geht auch relativ schnell. Sag mir, was ich tun soll, Bruder Herz, und ich mache es. Ja. Boah, Alter, er hat so ein richtiges Bogenzelt mit ihm. Pass auf. Guck mal, der Fuß. Nee, Schritt. Schatten, okay. Kennst du Harry Potter? Die gucken so kleines Zelt, die gucken rein, plötzlich drinne Wohnung. Warte mal. Das ist ein sehr gutes Zelt. Das ist ein sehr gutes Zelt. Ein hochalpines Zelt. Man kann damit in die Berge gehen und damit dort auch übernachten. Finsteren Temperaturen. Man sollte, wenn man ein Zelt aufbaut, immer darauf achten, dass es nicht regnet, wenn man es aufbaut. Weil ja. Sonst ist scheiße. Und okay. Das hält auch dem Regen stand. Es hat eine sogenannte Wassersäule, die sehr hoch ist, was auch immer das bedeutet. Aber es ist wohl ein sehr gutes Zelt. Ich habe da gerade mal Probe gelegen bei mir. Und das ist wirklich super bequem. Und ich freue mich drauf. Hast du eigentlich einen Plan B? Heute Nacht?
Nein, also Plan B gibt es nicht. Man muss einfach situativ handeln. Wenn jetzt hier doch irgendwie Probleme auftreten, dann werde ich mich Richtung See begeben, nach vorne und mich vorne aufhalten. So, ne? Aber es wird ganz entspannt. Jetzt gucke ich erstmal kurz in die anderen Zelte rein. Zelt Nummer 1, super groß, also richtig geräumig, sieht klein aus von außen. Aber da können ganz ehrlich locker 2-3 Leute drin schlafen, aber ist gar nicht notwendig. Da schläft eine Person jetzt. Da ist das zweite. Dann haben wir hier dieses Hochalpin-Zelt für die Berge und dann halt hier ganz entspannt. Guck mal, so soll unser schlechtester Tag sein. Mit Freunden und Familie, mit Menschen, Menschen, die man gern hat. Also ihr Lieben, wir machen jetzt Feuer. Der Abi schält jetzt hier schon so Holzspäne runter vom Holz, weil das ist unser Zunder, damit fangen wir an. Okay, das sind die Basics. Von klein auf groß, noch größer, ganz groß. Tamam. Das ist die Idee. Wir werden gucken, ob das klappt, aber ich bin mir ganz sicher. Das ist nämlich gute, clean Arbeit hier. Reicht dir das ab? Ja, das reicht. Komm schon. Komm, 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 größere. Gute Arbeit, Abi. Yes. Ja, komm schon. Es soll ja auch eine Herausforderung sein. Fuck. Also ihr seht, es ist nicht so leicht. Also wir haben jetzt gemerkt, dass wir ganz schön feuchtes Holz haben. Das ist jetzt wirklich eine kleine Herausforderung. Das muss wirklich trocken sein. Hast du Birken? Ja, das ist es. Das ist, was wir brauchen. Ey, diese Mücken sind mit das Ekelhafteste, was es gibt, Alter. Aber ich befinde mich in einem sehr schwierigen Stadium meines Lebens. Also was wir machen ist, wir kratzen so ein bisschen die Birkenrinde auf. Machen die so ein bisschen rissig, damit da die Funken auch greifen können, ja. Das machen wir jetzt so. Und jetzt haben wir so ein bisschen auch Zunderzeug nochmal. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir solche Probleme haben werden. Wir haben massive Probleme jetzt gerade. So. Stark. Rinde. Rinde, 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 Rinde. Patty Birkenrinde. Warte, warte, hier kommt sie. Da, an deinen Füßen. Da liegt noch mehr an deinen Füßen. Jetzt haben wir diesen kleinen Gürtel. Nice. Ich glaube, wir haben diesen Gürtel. Da liegen schon im Loch liegen schon ganz viele drin. Oh shit, es geht aus. Warte. Warte, wir müssen die größeren. Ja, das ist gut, Abi. Genau. Zieh dann, ist es gefährlich, was du machst? Hier, überhaupt nicht. Dünne Rinde, dünne Rinde. Hier, dünne Rinde. Wo geht's hin? Na, das wird jetzt so peu à peu wie ein Zelt, Bruderherz. Ja, aber mein Bruder hat die Akademie da oben. Guck mal, bleibt ruhig. Okay. Ihr kennt euch nicht aus, ich hab letztes Mal. Ich andere. Pack Bruder, Rindi, Rindi, Rindi. Du, jetzt können wir nicht mehr verlieren, das brennt. Jetzt vorbei, jetzt vorbei. Jetzt kannst du dich. Die Six. Inshallah, ne gesagt, Alter. Chuck! Teamwork makes the dream work. Ah. Woo! Wir haben jetzt unser Feuer angemacht, haben das so ein bisschen alles aufgebaut und dann mit dem Feuerstahl und dann hatten wir unsere kleine Flamme, haben weiter Birkenrinde rauf und dann haben wir das komplett reingelegt und dann gestapelt. Und jetzt haben wir es gut am Laufen, ja? Das ist ein bisschen rauchig, aber ist geil.
Kommen wir so in die Akademie, Abi? Ihr könnt jetzt sozusagen... Warte mal, ey. Da passiert nichts mehr, Dicker. Das kriegst du nicht mehr aus. Da ist so viel Harz drin jetzt. So wird's Bombe, Dicker. Wie oft hast du in deinem Leben Feuer gemacht? Er hat doch die Akademie, ich hab doch von ihm gelernt. Mit so einem kleinen Feuerstahl gemacht? Wie ein Löwe, ja, wie ein Kreuzberger. Eigentlich muss man sich nur 15 Minuten nehmen, um nur dieses Zeug zu produzieren. Danach machst du dann zack, der das. Ja, so doof, guck mal nach da. Wenn man sich einmal ein bisschen mehr Zeit nimmt, genug Zunderzeug macht. Aber weißt du, was am besten gebrannt hat? Dieses Holz, was so harzig war, was wir runtergeschabt haben. Ja, das war krass. Kienspan. Kienspan. Yes! Die Mücken sind weniger geworden gerade. Verscheucht die schon ein bisschen, ne? Aber es war, seid mal ehrlich, es war so, als ob die merken, man will es anmachen und jetzt einen so, also wirklich daran hindern wollen. So. Komm, was machst du, wenn dieser Matalion jetzt hier so zugeht? Obwohl er nicht in der Akademie war, ja. Viele Worte. Viele Worte? Viele Worte hat er an mich gerichtet. Redet er wie als von einer Akademie. Richtig. Ich folge so einem Wikinger-Typen aus Norwegen. Der wohnt so mit seiner Familie, die sind so eine Aussteiger. Ja. Die haben so eine Hütte mitten im Wald gebaut, ne? Digga, und der muss das jeden Tag machen. Der hat so eine Spaltaxt, die kriegt so. Keiner von uns so. Ja. Bam! Ein Schlag, ausruhen. Und eine Hand. Bam! Ein geiles Licht, Alter. Boah. Liebe Leute, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mitmacht und wenn ihr uns unterstützt. Und ja, nochmal vielen Dank an den lieben Herrn, der uns dieses Grundstück hier zur Verfügung gestellt hat für diese Folge. Und wir wollen ja mit dem Format weitermachen. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Support. Was wir nächstes Mal überlegt haben, war vielleicht an einem Fluss, dass wir am Fluss unser Lager dann aufbauen. Richtig. Fließendes Gewässer. Guck mal. Das ist die Helle. Krass. Dicker, das ganz kurz, David. Psychopath. David, macht dir diese Sirene Angst wirklich? Ja, was heißt Angst? Aber das ist sehr beunruhigend, Alter. Was? Dicker, Laserpointer. Kennst du Laserpointer von früher? Ich muss kurz ein bisschen Dings runterstufen. So. Mein Homie meinte gerade, dass er beunruhigt ist dadurch auch. Also das ist jetzt so das Ding. So muss man jetzt beunruhigt sein so. Jetzt bellt ich kenne auch Hund einige Leute, die sozusagen am Feuer gechillt haben, auch schon so abends in der Natur und dann auch wirklich Sachen gesehen haben, die wirklich nicht zu erklären sind. So, ne? Mysteriöse Ereignisse. Sehr beruhigend. Wirklich, ich gucke einfach nur ins Feuer rein und ich bin super entspannt jetzt. Also habt ihr das auch so, dass man einfach so ins Feuer guckt und einfach nur träumt so? Ja. Vor sich hin träumt. Man kann da einfach so eigentlich stundenlang reinstarren, so, ne? Ich habe ja viele Jahre in Argentinien gelebt. Kennst du eine große Story? Nein, leider nicht. Aber Savas kennt gute Stories. Soll ich kann euch eine gute Geschichte erzählen. Eine schöne. Eine witzige Geschichte. Ja, erzähl mal eine witzige, David. Also pass auf. Ihr kennt am Schlesi, kennt ihr diesen Scully-Späti? Nein, möchten wir nicht kennen. Ach, Licht. Ich kann ein bisschen heller machen. Diese Lampe ist sehr schön. Digga, was ist das für eine kranke Lampe, Alter? Schöner Tag auf jeden Fall. Wir haben sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt. Es hat viel Spaß gemacht, auch diesen Wald, diesen halben Wald abzuholzen. Ich habe mich die ganze Zeit auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil da so viel Leben im Wald war, das wir jetzt zerstört haben. Die ganzen schönen Insekten, deren Habitat wir genommen haben. Und dafür haben wir jetzt hier ein schönes Feuer und einen schönen Unterstand. Wir sind hier angekommen, unseren Unterschlupf gebaut. Dafür haben wir sehr, sehr viel Holz abgeholzt, viel gebaut. Dann wurde uns netterweise das Boot vorbeigebracht. Wir sind raus aufs Wasser, haben geangelt ein bisschen und haben jetzt am Ende, ich muss sagen, mein Highlight war jetzt wirklich, dass wir
dass wir Feuer gemacht haben und das auch wirklich jetzt nach einigen Anstrengungen gut geklappt hat. Und ich finde, es war ein sehr schöner erster Tag. Jetzt bin ich auch wirklich schon ein bisschen müde. Ich könnte jetzt hier auch so einschlafen. Ja, morgen geht es auf jeden Fall weiter. Morgen wollen wir auf jeden Fall auf Nahrungssuche gehen, Wasser filtern. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Wie ist es für dich, Abidjan? War das schön heute? Die Lampe ist intensiv. Also ja. Ein schöner erster Tag, aber man muss sagen, unser Dank gilt in erster Linie natürlich der Sino Hunter Academy. Daher in den nächsten Tagen wird noch sehr viel Content dazu. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr traurig, dass wir Patty morgen verabschieden müssen. Das finde ich schon schade, muss ich sagen, Patty. Ich finde es auch schade. Also ihr Lieben, bis morgen. Wir gehen jetzt schlafen. Wir haben alles vorbereitet. Alle haben sich die Zähne geputzt, wie anständige Bürger. So, jetzt bringen wir hier noch ein Kissen für den lieben Sinan. Er macht es wirklich, er schläft wirklich draußen. Ich habe großen Respekt vor ihm. Mal sehen, wie sich das jetzt alles noch verhält. Ich denke schon. Ich habe zwar ein paar Wildschweine gesehen und gehört auch. Der Fuchs war auch schon da, aber ich glaube, Sinan hat keine Angst vor dem Fuchs. Weder vor dem Fuchs noch vor dem Wildschwein.